Ab September 2011 erhalten Sie einen neuen, einen elektronischen Aufenthaltstitel. Er wird das bisherige Klebeetikett in Ihrem Reisepass ersetzen. Mit seinem praktischen Kreditkartenformat und neuen elektronischen Funktionen bringt er für Sie viele Vorteile im täglichen Leben. Doch schauen wir uns das neue Dokument einmal genauer an. Das Lichtbild wird künftig auch in einem Chip gespeichert sein, zusammen mit zwei Fingerabdrücken, wie das schon beim neuen elektronischen Reiseausweis der Fall ist. Außerdem werden in dem Chip besondere Auflagen zum Aufenthaltstitel und Ihre persönlichen Daten abgelegt. Sie finden hier aufgedruckt den erteilten Aufenthaltstitel und die Gültigkeitsdauer. Auf der Rückseite des Kartenkörpers befindet sich Ihre Anschrift. Dieses Logo wird Ihnen künftig zeigen, wo Sie den elektronischen Aufenthaltstitel mit seinen neuen elektronischen Funktionen nutzen können. Aber keine Angst, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrer Ausländerbehörde werden Sie unterstützen und alle Fragen beantworten. Was kann ich dann für Sie tun? Meine Aufenthaltserlaubnis läuft bald ab. Ich möchte sie verlängern lassen. Es ist gut, dass Sie rechtzeitig kommen. Sicherlich haben Sie schon gehört, dass es seit September 2011 einen neuen elektronischen Aufenthaltstitel gibt. Die Herstellung des Dokuments dauert nun einige Zeit. Wie ich sehe, haben Sie Ihren Verlängerungsantrag schon ausgefüllt. Mhm. Dann lassen Sie mich doch mal sehen, ob alles vollständig ist. Bitte. Ja, danke sehr. Super. Haben Sie ein Lichtbild dabei? Ja. Danke sehr. Ja, das Bild ist in Ordnung. Es entspricht genau den biometrischen Anforderungen. Nun brauche ich von Ihnen noch zwei Fingerabdrücke. Was passiert denn mit meinen Fingerabdrücken? Bleiben die jetzt immer hier gespeichert? Nein, keine Angst, das ist nicht zulässig. Die Fingerabdrücke sind nur im Chip der Karte gespeichert und dürfen nur beispielsweise von der Polizei oder anderen Behörden geprüft werden. Sobald Sie dann Ihren elektronischen Aufenthaltstitel erhalten haben, werden die Daten in unserer Datei gelöscht. Es gibt also keine zentrale Speicherung. Also darf ich Sie bitten, einmal zuerst den rechten Zeigefinger aufzulegen? Ja. Genau auf das Feld. Super. Ja, und nochmal. Mhm. Perfekt. Und noch einmal. Genau. Das System ermittelt jetzt erstmal den perfekten Fingerabdruck aus den dreien. Und wir machen das Gleiche nochmal mit der linken Hand. Mhm. Mal den linken Zeigefinger, genau. Super. Und nochmal. Super. Und noch einmal. Dankeschön. So, das ist dann für heute erst einmal alles. Sie bekommen jetzt von mir noch Informationsmaterial. Mhm. Danke. Genau. Und den Empfang müssen Sie mir bitte einmal hier oben noch quittieren. Sehr gut. Bis zur Fertigstellung Ihres elektronischen Aufenthaltstitels haben Sie nun Zeit, sich zu informieren und zu entscheiden, ob Sie die neuen Funktionen nutzen möchten. Wie lange dauert das ungefähr? Also wir werden uns so circa in 3 bis 4 Wochen bei Ihnen melden. Mhm. Vielen Dank. Sehr gerne. Wiedersehen. Tschüss. Kurz bevor Sie Ihren neuen Aufenthaltstitel bei der Ausländerbehörde abholen können, erhalten Sie einen sogenannten PIN-Brief. Darin sind eine 5-stellige Geheimnummer, eine PIN, außerdem eine 10-stellige Entsperrnummer, die PUC, und ein Sperrkennwort enthalten. Diesen Brief müssen Sie sehr sorgfältig aufbewahren. Die Nummern dürfen nur Sie wissen. Sie dürfen die Nummern keiner anderen Person geben. Das ist genauso wie mit der Geheimzahl bei einer Geldkarte. Ich möchte meine neue Aufenthaltserlaubnis abholen. Ja, wie ist denn Ihr Name? Kemal Afranadi. Mhm, kleinen Moment, ich schaue gerade mal. Ja. Das ist Ihr neuer elektronischer Aufenthaltstitel. Mhm. Möchten Sie sehen, was im Chip des Dokuments gespeichert ist? Kann ich das? Ja, selbstverständlich. Kleinen Moment. Ist gerade mal drauf. Mhm. So. Was sieht man da so drauf? Alles, was wir, als Sie zum ersten Mal da waren, aufgenommen haben. Das heißt, Ihre Adressdaten, persönliche Daten wie das Geburtsdatum, mhm, Passfoto, Fingerabdrücke. Ja. Okay. So. Jetzt sehen Sie hier auf dem Monitor einmal schon mal Ihre Adressdaten, bitte alles mal überprüfen. Ja. Super, auch das Geburtsdatum. Mhm. Und dann noch die biometrischen Angaben. Mhm. Genau. Okay. Gut, also bevor ich Ihnen Ihren elektronischen Aufenthaltstitel gebe, muss ich Sie allerdings noch 2 Sachen fragen. Mhm. Und zwar, haben Sie den PIN-Brief von der Bundesdruckerei erhalten? Ja, habe ich. Gut, und möchten Sie die Online-Ausweisfunktion nutzen?
Ja, gern. Super, dann müssen Sie mir das gerade hier einmal noch bestätigen mit Ihrer Unterschrift. Hier? Ja, genau. Und unten auch nochmal. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Wiedersehen. Am Beispiel eines Online-Einkaufs möchten wir Ihnen nun die Verwendung des elektronischen Aufenthaltstitels im Internet vorstellen. Sie benötigen dafür ein sogenanntes Kartenlesegerät mit einer passenden Software, das an Ihren Computer angeschlossen wird. Der elektronische Aufenthaltstitel. Das ist Ayla. Ayla hat es sich zu Hause gemütlich gemacht und möchte noch einige Dinge einkaufen. Das kann sie jetzt alles sicher und bequem von zu Hause aus, mit ihrem neuen elektronischen Aufenthaltstitel. Ayla startet ihren Computer. Mit ihrem neuen elektronischen Aufenthaltstitel kann sie sich nun auch im Internet problemlos ausweisen, zum Beispiel wenn sie in einem Online-Shop oder einer Videothek etwas bestellen möchte. Die automatische Übertragung ihrer persönlichen Daten für die Abwicklung eines Kaufs erfolgt sicher und schnell. Und wenn Ayla sich zum Beispiel in einem Forum mit anderen unterhalten möchte, kann sie sich anmelden, ohne ihre persönlichen Daten bekannt zu geben. Mit der elektronischen Unterschrift könnte sie sogar rechtssicher Online-Dokumente unterzeichnen und muss diese nicht mehr mit der Post senden. Heute möchte Ayla in einem Online-Shop ein Geschenk für eine Freundin kaufen. Sie ruft dazu die Internetseite des Shops auf und wählt das Geschenk aus. Um die Bestellung zu starten, legt Ayla ihren elektronischen Aufenthaltstitel auf das Lesegerät. Zwischen dem elektronischen Aufenthaltstitel und dem Online-Shop wird eine gesicherte Verbindung aufgebaut. Der Online-Shop muss sich nun erst einmal gegenüber Ayla ausweisen. Dazu übermittelt er ein sogenanntes Berechtigungszertifikat an Aylas elektronischen Aufenthaltstitel. In dem Zertifikat stehen Informationen zum Online-Shop und der Grund für die Abfrage von Aylas Daten. Jetzt weist sich Ayla gegenüber dem Online-Shop mit ihrem elektronischen Aufenthaltstitel aus. Mit der neuen Online-Ausweisfunktion im Chip des elektronischen Aufenthaltstitels ist das problemlos möglich. Dort sind die persönlichen Daten von Ayla digital abgelegt. Nun kann Ayla auswählen, welche Daten sie dem Online-Shop übermitteln möchte. Nicht alle Angaben, die im Chip des elektronischen Aufenthaltstitels gespeichert sind, werden für ihre Bestellung benötigt. Nur wenn Ayla anschließend ihre 6-stellige Geheimzahl, die PIN, eingibt, werden ihre Daten auch tatsächlich an den Online-Shop elektronisch übermittelt. Jetzt werden die Daten aus ihrem elektronischen Aufenthaltstitel übertragen und Aylas Bestellung kann sofort vom Online-Shop bearbeitet werden. Alle Fragen zum neuen elektronischen Aufenthaltstitel beantworten Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgerservicezentrum oder in Ihrer Ausländerbehörde.